Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar will ich heute mir meinen Zandalari-Troll erstellen. Ich hatte ja den Kultirisch-Menschen schon auf 110 gespielt, mir das Achievement eingeheimst und jetzt geht's quasi weiter mit dem Zandalari-Troll. Ich werde mir hier nicht, wie mir geraten wurde, einen Monk erstellen, obwohl das deutlich schneller gehen würde vom Leveln her. Denn ich will gerne mir einen Paladin basteln, wegen dem Paladin-Mount, das es gibt. Und zwar haben die Zandalari-Trolle da einen extra Gaul. Und da ich mir bei den Kultiris-Menschen einen Mann erstellt habe, erstelle ich mir jetzt hier einen weiblichen Charakter. Und ich muss jetzt mal gucken, was die an verschiedenen Merkmalen haben. Jetzt schauen wir erstmal kurz durch. Also du kannst hier quasi. Was ist denn das? Ja, so ein Gesichts. Ich hätte es fast so ein Gesichtsschmuck oder was ist das? Oder so dunkle Hautfetzen oder irgendwas soll das anscheinend sein. Okay, die Frisuren schauen auch nicht viel anders aus, bis auf das hier. Den Iro hast du bei den anderen Fraktionen. Farben sind uninteressant. Was hast du hier noch? Accessoires, Tattoo-Style. Okay, das ist cool. Das ist nice. Gut, die Hauer, die machen jetzt nicht so viel her und Ringe hast du noch. Okay, fangen wir mal oben an. Also, was nehmen wir für eine Farbe? Will ich eher so sauriermäßig aussehen? Namensvorschläge gerne, schreibt mir Namensvorschläge rein. Ich mache den jetzt derweil schon mal. Also wenn, dann mache ich mir. Also das sieht irgendwie so echsenmäßig aus, ne? Soll ich mir einen Echsenchar machen? So einen dunklen? Eigentlich hätte ich Bock auf so einen hellen Char, muss ich sagen, auf so einen ganz hellen Troll. Ich glaube, ich mache mir so einen ganz hellen. Was haben wir hier noch so? Soll ich mir eher ein böses oder ein liebliches Gesicht machen? Wobei, so viele liebliche Gesichter haben die nicht, ne? Ich mache mir, glaube ich, einen, der hübsch aussieht. Wenn das geht. Das ist, glaube ich, noch das Hübscheste, oder? Das ist auch nicht so schlecht. Okay, die Nase ist ein bisschen fies, aber ich glaube, eine bessere Nase kriegst du nicht hin. Ich glaube, ich nehme den hier, okay. Was haben wir hier noch so? Sowas nehmen wir für eine Friese. Das ist eigentlich nicht so schlecht. Nee. Zu wenig. Ah, nee. Ich bin echt am Liebäugeln mit dem hier und irgendeine schrille Farbe rein. Das sieht ein bisschen runtergekommen aus und das auch nicht. Komm, wir machen das hier. Jetzt schauen wir mal, was wir haben. Wenn, dann lasse ich weiß oder ich mach ihn so. Das hat was, das Rot hat was. Also, wenn, dann mache ich weiß. Illadasa, Trolldin. Okay, ihr habt schon Zan-Tela, das wäre natürlich auch was. Telarani. Telarani ist auch nicht schlecht. Was meint ihr, soll ich mir weiße Haare machen? Oder die, was ist denn das? Also ich würde jetzt sagen, das geht ins hellrote Pinke. Irgendeine Frau wird wahrscheinlich jetzt genau die Farbnuance wissen, die ich euch jetzt nicht sagen kann. Aber irgendwie sowas. Wobei Männer kennen ja auch nicht den Unterschied zwischen Pink und Rosa von dem her, ne? Bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Ich lasse jetzt mal weiß, meinst du Pink? Ich lasse jetzt mal das drin, das können wir noch ändern. Weiß ist besser, meinst du, okay? Pink. Jetzt haben wir genauso viele weiß wie pink. Was haben wir hier noch? Das ist jetzt der Schmuck. Also ich habe quasi gar nichts, oder? Dann diesen Halsteller, der. Aber ich weiß nicht, das glaube ich ist für irgendeinen Gear sieht das dann immer kacke aus. Was ist denn der Unterschied zwischen dem hier? Was ist denn das Accessoires? Ah, da hat sie in der Lippe sowas, ne? Okay, das ist einfach ein Nasenring. Ah, so ein Augenpiercing ist halt nix. Ohren. Da fand ich das hier halt noch am besten, ne? So einen dezenten Nasenring. Oder gar nichts. Oder diese Lippe. Na, das ist eigentlich irgendwie auch kacke. Ich glaube, ich nehme das hier. Was haben wir denn an Tattoos-Dings? Ja, also. Könnte ein bisschen mehr sein, ne? Von der Oberweite her. Aber das wirst du halt auch nicht sehen, ne? Unter dem Gear. Also gar nichts fände ich blöd. Ich glaube, ein bisschen was will ich schon. Ja, ich finde eigentlich das am besten. Hast eh einen Helm auf, das stimmt. Ja, das siehst du wahrscheinlich eh nicht. Aber du kannst ihn ausblenden, tatsächlich. So, was haben wir jetzt hier noch? Die Hauer. Was haben wir denn hier so nach vorne? Nee. So nach oben. Also, wenn du so eine Trolldame im Küssen bist, ne, dann gute Nacht.
Ich glaub, die waren tatsächlich am besten. Das sind Paladin, richtig, genau. Ich habe mein Paladin. So, okay. Nee, ich glaube, ich lasse die roten Haare. Die sagen mir schon zu. Oder nochmal gegenchecken mit den Weißen. Nee, dann ist sie zu blass. Wir bleiben bei Rot, würde ich sagen. So, jetzt kommen wir zum Namen. Was habt ihr mir denn jetzt so vorgeschlagen? Also Bonsandi wird sicher schon vergeben sein. Telaria ist nicht schlecht. Zantela geht auch. Ich brauche irgendwas anderes. Ah, mit TH finde ich immer blöd. Paladin. Taladin ist sogar lustig. Telari finde ich gut. Schauen wir mal, ob das schon vergeben ist. Und? Passiert nichts. Warte mal. Darum kann ich jetzt nicht. Dieser Name ist nicht. Okay, es hat nur geleckt. Was ist mit Telaria? Was? Wer nennt denn seinen Char Telaria? Okay, der Name ist auch schon vergeben. Okay, was können wir da noch probieren? Wir können es mit Accents machen, ne? Das wär tatsächlich noch eine Möglichkeit. Ach, ich hasse es immer, diesen Namen, ne? Teladin. Okay, komm, wir versuchen es mal. Taladin, ich mach's anders. Ich nenne es Teladin. Wir nennen es mal Teladin. Mal gucken, ob das geht. Dieser Name ist nicht verfügbar. Ernsthaft? Dann nenne ich sie Teladina. Also wenn der Name verfügbar. Okay, der Name ist gekauft. Der Char ist jetzt Teladina. Naja, ist jetzt nicht so geil, aber bevor wir jetzt noch eine halbe Stunde rummachen, weil der Name vergeben ist. Was hast du das Achievement gekriegt? Erfolg. OGZ. Der Riak hat gerade das Achievement vom zweiten Boss im Tigel der Stürmenge bekommen. Ja, das wäre natürlich auch immer gegangen, ist schon klar. Aber wir nehmen jetzt einfach den Namen und gut ist. Ist eh schon wurscht, wie mein 10.000er Twink heißt. Oh, jetzt muss ich mal aufpassen. Ich weiß nicht, ob ich den Sound hochgestellt habe. Die Sandalari herrschen seit Jahrtausenden über dieses Land. Mit dem Segen der Loa wachen unsere heiligen Klingen und mächtigen Schiffe über die Meere. Aber mit der Zeit ist unser Imperium schwach geworden. Wir standen alleine da. Bedrohungen von außen und von innen haben unseren Glauben auf die Probe gestellt. Jetzt bin ich Königin. Gemeinsam mit der Horde nehmen wir unseren angestammten Platz unter den großen Königreichen von Azeroth ein. Sandala für immer! Chandala für immer. Ich hoffe, der Sound war jetzt laut genug. Oh, jetzt habe ich natürlich erstmal wieder diese Add-on-Kacke. So, also Gladius brauche ich mit dem sicher nicht. Gladius Hit. So, okay. Und jetzt laden wir ganz schnell mal hier Dominos. Und zwar, nee, das All-Profil, das brauche ich. Seht ihr, haben wir schon das Hälfte. Die Cursive muss ich vielleicht noch ausmachen, weil ich glaube, ich brauche mit dem auch nicht. Warum kein Druid? Weil ich das Paladin mounten will. Das werde ich euch gleich mal Zeiten zeigen. ändern sich. Die So, was haben wir denn Sandalari müssen hier? sich Oh. mitändern. Auf dass die Als die Allianz uns überfallen hat, haben Helden der Horde zu den Waffen gegriffen und mit uns gekämpft. Einem Kampf geschmiedeter Bund ist so stark wie ein Pakt mit den Loa. Schließt euch unseren neuen Brüdern und Schwestern an. Und erringt Ruhm für Sandala und die Horde. Ei, ei, Captain, dann tun wir mal Ruhm für Zandala und die Horde erlangen. Schon mal der arme Tropf, der steht hier nur da und darf ein Portal offen halten den ganzen Tag für die ganzen neuen Level 20er-Chars, ne? Der wird sich auch freuen. Der wird sich richtig freuen.
Ach, da unten kann man auch durchs Portal nach Orgrimmar gehen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Orgrimmar. Und da muss ich meinen Account genau anziehen. Und ich zeige euch gleich das Paladin-Mount. Es ist nämlich so, dass die meisten Fraktionen jetzt einen extra Paladin-Mount haben. Und dieses extra Paladin-Mount auch reinzählt als weiteres Mount, ne? Und deswegen habe ich mir jetzt einen Zandalari gemacht. Jetzt schauen wir mal. Paladin. Da sind jetzt die ganzen Paladin-Mounts und jetzt müsste ich eigentlich auch einen Zandalari-Paladin-Mount haben. Und zwar das hier. Seht ihr das? Das ist quasi das extra Paladin-Mount nur für Zandalari. Ist ganz nett. Also von diesen Dreihorn-Mounts ist es eins der cooleren auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, hat nicht das Mount auch der eine Paladin? Wenn du als Allianzler in den ersten Boss in BOD machst, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil die Dunkeleisenzwerge haben das, ne? Da hat der Boss das Mount. Ja, sieht ganz schick aus, auf jeden Fall. So, was müssen wir denn jetzt als erstes machen? Wir müssen die Quest hier abgeben. Ich bin ganz Ohr. Und dann einmal weiter Seid zum auf der Kriegshäuptling. Hut. Okay, Aye, aye, Captain, machen wir das mal. Und ich habe den Wappenrock jetzt gekriegt. Komm, den ziehen wir gleich mal an, Zandalari-Wappenrock. Blöderweise müssen wir jetzt gleich mal schauen, dass wir jetzt das Account-Gear anziehen. Dann haben wir nicht mehr das coole Zandalari-Grundgear an, wobei, naja, das macht jetzt eh nicht so viel her. Ja gut, der Kolben schon, der ist ganz schick. Aber der passt eher so ein bisschen besser zu den Draenor, ne, als jetzt zu dem Paladin. Als zum Zandalari-Paladin. Ich finde es ja immer persönlich immer noch komisch, dass Zandalari jetzt Paladine haben, aber ne, warum nicht? Achso, nee, wir müssen gar nicht zum Kriegshäuptling an sich, wir müssen jetzt zum Befehlstisch, genau, so rum. Und zwar dürfen wir uns jetzt ein Questgebiet aussuchen. Und ich hatte ja gesagt, dass wir dieses Mal auf jeden Fall questen werden. Und was haben wir jetzt hier alles zur Auswahl? Wir haben einmal das Eschental, vorgebirgeltes Hügelland und das Steinkrallengebirge. Die brauche ich tatsächlich alle drei noch. Ist euch klar, wer ich bin? Hoffe, wir haben unsere Verbündeten weise gewählt. Kann ich jetzt eigentlich alles hier annehmen? Nördliches Brachland ist auch dabei. Komm, wir nehmen jetzt mal die ganzen Quests an. Ashara, Silberwald. Egal, also alle brauche ich jetzt auch nicht annehmen. Also, was haben wir denn jetzt? Ich wollte eigentlich anfangen im Brachland. Ich kann euch das mal zeigen. Ich habe nämlich eigentlich die ganzen Achievements mit den Chars schon. Moment, jetzt gehen wir mal hier bei Kalendor rein. Ihr seht, das Achievement habe ich und wenn wir hier runtergehen, habe ich auch alle Achievements, aber das zählt bei den Horden-Achievements, zählen die nicht rein. Ich muss die hier nochmal extra machen und deswegen will ich halt hauptsächlich mit dem jetzt auch questen und um zu gucken, wie schnell questen geht, ne, um da auch ein bisschen schauen zu können. So, jetzt werden wir uns erstmal das Account-Gear anziehen. Das ist Step Nummer Uno und zwar haben wir jetzt hier, ist das nur alles Platte, genau. Ziehen wir uns einmal das alles an. Zack, 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 Umhang. Sowas kann ich nicht anlegen. Ach, das ist nur für Allianz. Okay, dann halt nicht. Dann nehmen wir halt das Hordenpendant hier. Dann brauchen wir eine Platte. Das brauchen wir noch. Dann brauchen wir. Ich muss mal gucken, ob ich Tank oder. Ich könnte eigentlich auch Vergelter spielen, ne? Ich muss nicht unbedingt Tank spielen. Wird sich eigentlich gleich bleiben. Wobei beim Leveln. Ja. Weiß gar nicht. Ich glaube, wenn du in der Gruppe levelst, ist, glaube ich, schon ganz gut, wenn einer Tank ist, dann kannst du halt gut was zusammenziehen. Ich glaube, ich mache dann tatsächlich. Ja, muss ich mal gucken. Vielleicht kann ich ja ein bisschen hin und her switchen. So, Trinkets brauchen wir dann noch. Dann nehmen wir mal das und das rein. Und einen Hals brauchen wir noch. Hals, Hals, Hals. Den hier. Und dann haben wir soweit alles, oder? Sieht gut aus. Dann ziehen wir uns mal meinen Paladin-Mount raus, wenn wir uns schon extra jetzt so einen Mount geholt haben. Kreuzfahrer. Ach, warte, die kann ich jetzt auch schon reiten. Theoretisch, die sehen aus wie Knetmasse irgendwie, finde ich. Diese Mounts. Die haben irgendwie sowas zum Knetmasse-Style, ich weiß auch nicht. So, das ziehen wir uns mal raus. Sudala. Und dann muss ich diese Flugdinger noch lernen, ne? Dass ich gleich rüberfliegen kann. Es gibt nämlich da so Heirloom-Items. Ich glaube, das ist Schmuck, ne? Schmuck sage ich hier. Ich glaube, das ist unter Erbstücke drin. Oder was unter Toys drin? Ah ne, es war hier unter Toys drin, richtig. Das hier brauche ich, nämlich die Flugrouten in Kalendor einmal. Das muss ich einmal lernen. Dann haben wir nämlich in jedem Gebiet zumindest mal eine Flugroute. Achso, ich wollte eine Gruppe noch aufmachen. Sorry, das habe ich ja vollkommen vergessen. So, dann machen wir es mal Tela Leveling. Das ist die Gruppe. Wenn ihr mitleveln wollt, einfach reinqueuen.
wie gesagt, ich werde jetzt erstmal ein bisschen questen, ne? Und dann können wir ja im Laufe der Zeit gucken, ob wir vielleicht auch ein paar Indies machen, aber ich wollte halt jetzt unter anderem diese Questing machen. Leute, fragt doch nicht immer wegen dem Server. Server ist vollkommen egal, solange ihr nicht auf einem amerikanischen oder ozeanischen Game-Client spielt, ist es vollkommen egal. Ihr könnt auch auf irgendeinem russischen oder italienischen, ihr könnt auf dem Pozzo dell'Eternità spielen, ihr könnt trotzdem mit mir zusammenspielen. Man kann sich zusammenladen, ne? Dieses Konzept des X-Streams und Gruppen müsste ja mittlerweile bekannt sein. Seid So. gegrüßt. Wo ist denn der Vorwärts Flugtyp zum eigentlich? Das Sieg. müsste. Ah, hier, der hier. Kraft und Ehre. Ist das die Quest? Ach, da geht's im nördliches. Ah, super, das ist natürlich kein Flugpunkt, ne? Wie komme ich da jetzt am schnellsten hin? Also, das ist wahrscheinlich ins Eschental die Quest, ne? Und das ist jetzt quasi im Snöd. Ich glaube, ich fliege hier hin und laufe dann rüber, oder? Das müsste doch schneller sein. Gucken wir mal. So, Palabro, Pico am Start, Full VZ und Account Gear. Du bist mein Freund hier. Ja, den nehmen wir mit. Okay. Was haben wir denn da? Den Clero haben wir am Start. So, den kenne ich auf jeden Fall. Den können wir schon mal auch mal mit einladen. So, jetzt sind natürlich einer ist zu viel in der Queue drin. Ihr seid alle vom Stream, oder? Schreibt mir mal, wer ist. Es ist halt jetzt immer unfair, ne? Ich kann leider nur eine bestimmte Anzahl an Leute mitnehmen. Den soll ich einladen, der macht dick Damage. Okay, das hat mich überzeugt. So, wer seid ihr beiden jetzt? Okay, einer ist aus der Queue schon mal raus. Dann. Okay, er hat auf jeden Fall schon mal Stream reingeschrieben. Dann wird das kein Random sein. So, dann gehen wir jetzt erstmal mit der Konstellation. Hier ist die Quest. Ich muss jetzt dann halt gleich. Fuck, wäre ich trotzdem lieber dahin gelaufen? Ich weiß jetzt nicht, was näher ist. Jetzt bin ich halt rüber geflogen, weil hier ist kein Flugpunkt. Aber da werden wir uns gleich treffen. Denn ich glaube, ich brauche beide Brachlandteile noch, ne? Südliches und nördliches. Also ich habe jetzt erstmal vor, Brachland zu machen. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht machen wir nachher auch ein paar Instanzen. Aber jetzt erstmal ein bisschen so das Leveln. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich hätte von OG dahin laufen sollen, ne? Das ist nicht wirklich näher. Dann schauen wir, dass wir alle gleichzeitig dort sind. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit ins TS kommen. Dann können wir ein bisschen quatschen. Vielleicht kann man sich da ein bisschen besser absprechen. Muss jetzt aber nicht unbedingt sein, ne? Ist jetzt nicht unbedingt notwendig. So, was meint ihr? Soll ich Vergelter spielen? Oder soll ich lieber Dings spielen? Tank. Tank kenne ich mich halt ehrlich gesagt besser aus. Ich kann aber eigentlich auch Vergelter machen. Wobei, den haben sie mittlerweile so oft umgedingst, dass ich schon. Ach fuck, die Dings sind noch gebindet, ne? Hier. Warte mal, seid ihr im Warmode unterwegs? Ja, ihr habt alle den Warmode drin. Oder sind nur 10% im Moment. Bis Tank. Den habe ich jetzt gar nicht reingemacht. Und ich habe mir auch keine Dings rübergeschickt. Stimmt. Ja, dann mache ich halt Tank, keine Ahnung. Können wir auch machen. Tank macht mehr. Ja, stimmt, da ist wahrscheinlich was dran, ne? Dass Tank mehr Damage macht. Ja, wir können auch im Warmode. Stimmt, soll ich jetzt ganz vergessen. Machen wir es so rum. Das ist noch nicht bereit. Dein WoW ist abgeschlossen. Ja, kommt erstmal alle an den Punkt ran und dann können wir loslegen. Oder könnt ihr ja mal ins TS schon mal kommen, wenn ihr wollt. Dann kannst du dich ein bisschen besser absprechen. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Connected. Jetzt, ich pause es dann gleich nochmal. Channel switched. Ja, bloß ein bisschen leiser machen. Ich habe schon wieder die Dinge auf Anschlag, ne? Glaube, das ist von hier aus tatsächlich fast schneller, ne? Und dann machen wir das mal noch so. Für die Horde. Und ich muss mir noch die Tränke rüberschicken, fällt mir gerade ein. Das kann ich aber kurz auf dem zweiten Account machen. Da habe ich ja noch ein bisschen was rumflacken. Naja, erstmal alle ins User Questgebiet. joined your channel. So muss ich mal gucken. Erre, da habe ich da noch Gold rumflacken. Guten Tag, der Herr. Hey, grüß dich. Ich muss bloß mal noch gucken, was ich jetzt auf Erre da noch an Kohle habe, weil das macht vielleicht tatsächlich Sinn. Mir dann einmal noch.
Taschen zu holen. Der hier hat noch Gold. Muss man noch ganz schnell rüberloggen. Ich hätte einen Hexenmeister einladen und mein erstes Talent wählen. Ja, das mache ich gleich. Hier. Das Talent muss ich nur wählen. Das linke Talent ist gut. Beim Dings weiß ich es jetzt gar nicht, beim Parler genau. Aber ich meine, diese komischen Hämmer, die um dich rumfliegen, sind eigentlich so das Beste, was du machen kannst. Na, hast du den neuen Raid schon durchgeboxt? User joined your channel. Das kann ich ja, nicht der tun. Der ist recht schwer, der Raid. Hi. Ja, ist... den ersten auf Heroic, den zweiten hatten wir auf 10%. Okay. Ja. Man muss schon die Mechanik spielen, ansonsten wird das nix. Heute dachte ich mal, ich bin mal als Heiler dabei, ja, damit du dein Tempo durchziehen kannst, wenn wir nachher mal auch Inis versuchen oder so. Ja, ich wollte jetzt erstmal ein bisschen questen und später vielleicht dann auch Inis, weil ich habe gesehen, ne, es werden einige Achievements auf der Hornseite nicht gezählt, so die Quest-Achievements. Und da ich die dann halt eh noch machen musste, ne, kann man das halt gleich bequemerweise verbinden und die mitnehmen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich mit dem noch Marken habe. Ich müsste eigentlich, ja, das ist, schau mal an, 56, ein paar haben wir noch rumliegen, wunderbar. Schicke ich noch kurz rüber. Holt euch vielleicht auch die Level-Tränke, ne? Das hilft ganz gut was. Dass wir die noch mit ranholen. Ich habe mir heute Nachmittag mal mich hingehockt und die Achievements ein bisschen probiert, ne, in dem neuen Raid. Das vom ersten ist relativ einfach. Und das vom zweiten ist eigentlich auch relativ einfach. Bloß das Problem an der Geschichte ist, dieses Chaos ist das es letzte, scheint ein bisschen buggy zu sein. Das mit diesem Auge und sich nicht irgendwie erwischen lassen von dem Auge, irgendwie sowas? Ja, du, im Endeffekt ist es so, du darfst dich nicht bewegen, während das Auge quasi offen ist. Und das ist halt immer offen zwischen, wenn der Boss 100% hat, bis er wieder 35 hat, ne? Oder 40 am besten, wenn du noch stehen bleibst. Und teilweise ist es auch noch offen, wenn er einen Phasenswitch macht, ne? Das ist mir auch noch aufgefallen, dass er dann das Auge auch aufmacht. Ich weiß nicht, ob das dann auch mit dazu zählt. Wie viel die Tränke kosten? 5 Marken, also diese Belohnungsabzeichen. Und ja, halt hält eine Stunde das Ganze. Nee, und ich hab's heute Nachmittag dreimal versucht. Einmal mit so einer Gruppe, die den Achievement machen wollten, aber die haben den Boss leider nicht geschafft. Dann bin ich NHC rein und war relativ easy. Bloß dann hat mich so ein komischer Priester gegrabt, als ich mich nicht gemoved hat. Ne, und dann dachte ich mir, gut, dann probierst du es jetzt vielleicht nochmal. Und suchst eine Gruppe, wo du dich einfach gleich am Anfang sterben lassen kannst. Ne? Hab das gemacht. Und es hat trotzdem nicht gezählt. Also ich habe mich gleich am Anfang sterben lassen und dann soll es eigentlich klappen, dass du dass du das Achievement kriegst. Zumindest habe ich das von einigen gehört, aber das hat auch nicht funktioniert, leider. Was ist das? Haben sie das auch schon wieder gefixt oder ich habe es falsch gemacht? Ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, ich war 15 Sekunden Kampf am Leben, habe mich dann sofort abgelegt, den ganzen Kampf, und habe es trotzdem nicht bekommen. Ich warte, bis dein Video rauskommt und dann weiß ich, wie es funktioniert. Oder so. Ja, ich mal gucken, ob ich es die Woche nochmal probiere oder dann nächste Woche, da muss ich mal gucken. So, da ist mein Char, genau. 11 Tränke rüber geschickt. Dann können wir wieder umloggen. Dann muss ich jetzt halt nochmal hinlaufen, ne, weil ich das mit dem Wurm oder den Tränken vergessen hatte. Ne, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. So ist es schon. So, ich habe nämlich noch parallel hier mit dem zweiten Char, habe ich da auch nochmal? Ne, da habe ich gar keine. Ja, gut, okay. Die 11 Tränke, die werden erstmal reichen, hoffe ich mal. Zumindest für heute auf jeden Fall. Ist ja jedes Mal, wie gesagt, eine Stunde, also da kannst du schon einiges mitmachen. Aber ich habe die Waffe im NHC gekriegt, ne? Zumindest 3,95 jetzt schon mal. Besser als nichts, ja. Ja, sie ist halt echt ganz nett, ne? Weil die halt immer dieses Schild gibt, wo du 25% weniger Damage kriegst. Ich habe heute dann ein paar Arena-Geplänkel gespielt, ne? Hab nach dem ersten Game so einen Hunter gehabt. Und ohne Scheiß, ich krieg kaum noch Schaden in der Arena. Oh gut, wir haben wahrscheinlich nur gegen Gims gespielt, ne? Aber ich habe so einen Hunter, ne? Der hat ganz gut gespielt, auch Damage ausgebracht. Und wir haben
10 Games gemacht und 10 Mal gewonnen. Ne? Also das lief echt richtig gut durch. Gut, das war ein Geplänkel, ne? Also da kann man sich jetzt nichts drauf einbilden, aber trotzdem, also das lief erstaunlich gut. Also die haben wir richtig dominiert, ne? Hä, warum geht das jetzt nicht? Gladius Hit? Ah, jetzt, okay. Ich habe mich anscheinend vertippt, weil ich so schnell immer... Ja, ich muss den Schaden in Ruhebereich stellen, da hast du vollkommen recht. Das ist ein guter Tipp. Wobei es im Low-Level ehrlich gesagt nicht ganz so viel ausmacht. Weil ein Level relativ schnell wieder weg ist, ne? Also, wenn du mal so 60, 70 rum bist, dann ist, wenn du ein komplettes Level erholt bist, ist viel, ne? Aber in dem Low-Bereich, das ist, ne? Teilweise in 10 Minuten hast du die erholt wieder. Ja, vielleicht nicht 10 Minuten, aber auf jeden Fall relativ schnell. Aber klar, ein bisschen was bringt's. Da ich den ja immer nur am Samstag, oder, na, vielleicht spiele ich den jetzt ein bisschen öfter, weil im Moment habe ich ja kein Raid, ne? Ein bisschen mehr Zeit. Dann kann ich den vielleicht ein bisschen schneller hochballern. Da muss ich aber mal gucken, wie ich es mache. Muss ich mal gucken, aber samstags will ich den halt auf jeden Fall mal spielen. Dass ich den mal abgehakt habe. Mal schauen. Sonst versuche ich halt dann mal meine ganzen 120er oder 110er Chars auf 120 zu kriegen. Sieht ja schon ganz gut aus im Moment, ne? Also mehr als die Hälfte von meinen Chars habe ich schon oben. Es sind, glaube ich, jetzt schon 40, über 40 Chars, die ich auf 120 habe. Also läuft ganz gut. Ach Mist, ich hätte mir eigentlich Kräuterkunde und Bergbau mitnehmen müssen. Aber vielleicht kann man das ja auch im ersten Lager oder so. Ich glaube hier Dings Wegekreuze, wie das heißt. Da müsste sowas ja hoffentlich auch geben. Mal gucken. Wenn wir ein bisschen Luck haben. Eigentlich könnte ich auch das normale Zandalari-Troll-Mount. Also es gibt ja zwei. Es gibt ja einmal das Zandalari-Troll-Mount und dann gibt es halt nochmal dieses Pala-Mount, was ich mir jetzt geholt habe. So wie ich dich kenne, hast du auch nicht an die Waffen-VZ gedacht. Das wollte ich gerade sagen, aber ich habe ja einen Dino dabei und kann mir die jederzeit kaufen, die Waffen-VZ. So, wenn du mir sagst, welche gut war, dann kann ich mir die gleich noch kaufen. Ich kann mir das nicht merken. Standardmäßig Elementarkraft, wie immer. Elementarkraft, okay. Postkasten steht auch gerade zufällig hier. Zufällig, wunderbar. Wo ist ein Schildbrei noch? Das hier. So, Elementarkraft kaufen wir uns dann noch. Wo haben wir einen Karawanen-Dino? Karawanen-Mount, da haben wir es doch, wunderbar. Habt ihr was Antikes zum Tauschen? Aber es muss. Ach fuck, ich wollte mir ja Gold für die Dings schicken, ne? Ich bin voll Idiot für die Taschen. Ach, was ist jetzt für ein Anfang? Wurscht. Wo haben wir es denn? Gegenstandsverbesserung hier. Elementarkraft, ja gut, ne? Hier. Ja, stimmt, ohne Gold wird das nichts. Okay, ich muss nochmal kurz umloggen. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt sind sonst mir. Alle da jetzt hier? Jupp, yep, alle am Start. Ich schick mir noch kurz das Gold rüber, das habe ich jetzt vergessen, sorry. Ich hab doch extra nachgeguckt, wer wie viel Gold hat, ne? Log rüber und hab's. Dann wieder vollkommen verballert. Ach ja, einmal mit Profis. Also der hatte das Gold hier. Und auf dem anderen Char habe ich jetzt hier aber auch nochmal einen Ticken was. Das schicken wir ihm auch nochmal. Ich glaube, den anderen in der Gruppe müssten wir noch die TS-Daten mal posten. Ich mach das mal, ne? Mach das mal, genau. Kannst du mal kurz machen. Dann schicken wir das kurz rüber. Ante, grüß dich. Hast du in letzter Zeit schon mal durch Questen gelevelt? Ehrlich gesagt nicht so. Die Inis am Anfang bringen ja richtig viel. Mhm. Und wenn du einen DD hast, kannst du ja zwischendurch auch questen während der Wartezeit, während der Anmeldewartezeit. Aber ansonsten denke Inis sind schneller, aber... Ich glaube auch, dass Inis schneller sind, aber ich habe schon von mehreren Leuten gehört, dass Questen anscheinend so abgeht, wenn man weiß, was man tut. Naja. Ich level immer gerne mit Questen. Auf okay. Allen Seiten. Bei Horde kenne ich mich nicht so aus. Das ist, also gut, ich will ja jetzt gerade die Gebiete machen, die ich anscheinend noch nie gequestet habe, ne, weil ich dann dementsprechend ja auch die Achievements nicht habe. Also ich werde mich bei den Quests auch nicht auskennen. Mir wurde halt gesagt, wenn man die Quests in- und auswendig kennt, levelt man mit Questen schneller. Jetzt sind wir in der 5-Mann-Gruppe. Gut, ich denke mir, die Quests werden jetzt auch nicht so kompliziert sein. Haue 5 von dem um, loote 10 von dem. Ich denke mal, das werden wir gerade nur hinkriegen.
Also ich kann das mit dem Questen definitiv bestätigen. Ich fühle mich da auch immer wesentlich schneller mit, als wenn ich nur Inis mache. Okay. Bei den 10, 12 Chars, die ich jetzt so in letzter Zeit hochgelevelt habe. Naja gut, wir werden sehen. Jetzt habe ich halt schon etwa, wie viel haben wir denn? Schon eine halbe Stunde damit verplempert, hier mein Zeug zusammenzuschicken, ne? Läuft bei mir. Hexen. Ich kaufe mir jetzt noch schnell Taschen. Heißen die? Hier haben wir sie. Oh, die sind gar nicht so günstig hier, ne? 2k kostet da eine Tasche. Ich glaube, ich kann mir gar nicht alle Taschen kaufen, wenn es blöd läuft. Ich kann mir nur 3 Taschen kaufen. Was mache ich jetzt? Jetzt kaufe ich mir noch irgendeine günstigere Tasche. Behälter oder ich schicke mir noch irgendwo anders Gold. Komm, kaufen wir noch so eine, keine Ahnung. Haben wir zumindest 3 von 4 Taschen, die einigermaßen groß sind. Und die andere muss ich demnächst mal noch kaufen. So, Waffen-VZ haben wir, Taschen haben wir, dann können wir gleich losreiten. So. Ja, das ist am Anfang immer so ein bisschen gefrickelt, bis du alles fertig hast. Theoretisch könnte man die anderen Sachen auch noch alle fertig machen, ne? Aber das ist, denke ich mir, jetzt nicht notwendig. So, dann nehmen wir mal alle Quests hier an, würde ich sagen. Was braucht ihr? Und dann können wir loslegen. Tun wir bloß die anderen Quests ausblenden hier mal. Das Pet-Battle-Ding sollte ich, glaube ich, auch ausblenden. Das braucht auch kein Mensch. Schental, Steinkrallgebirge. So. Gut, ihr habt auch 2 Quests, ne? So wie ich. Jo. Yep. Gut. Der Warrior hat schon mal angefangen, wenn ich das richtig sehe hier. Immer diese ungeduldigen Leute, hä? Ah, die spawnt auch gerade. Hier schnell looten. Ach, fuck, Auto-Loot, ne? Da geht's halt schon los. Da geht's halt schon los. Ja, dass das Blizzard immer noch nicht hinbringt, dass die einfach die Standardoptionen von einem Char übernehmen. Aber nein, du musst es mit jedem Char neu einstellen. Ich weiß, das ist Meckern auf hohem Niveau, ne? Aber was sind sie denn hier looten? Ich krieg irgendwie gar nichts. Und ich muss die Dings nur umstellen. Na, super. 1 habe ich jetzt. 1 von 7 nach 10 Mobs gelootet. Gefühlt zumindest. So. Jetzt muss mir noch hier das eine umstellen, dass ich quasi meine Buttons frei verschieben kann, weil das ist immer ein bisschen nervig. Wo haben wir es denn? Dominos, Lock-Action-Button, Dings da. Dann, den Gaul habe ich noch nicht, das ist komisch. So, Weihe brauchen wir noch, Heilung. Ich habe Tank im Low-Level noch nicht diesen komischen Speed-Gaul. Noch und mein Taunt brauche ich noch. Wo ist er denn hier? Mit 28, göttlicher Ross. Göttliches Ross, falls du das meinst. Ja, genau, weil der andere hat das schon. Warum hat er das schon? Weißt du, wie ich solche Quests liebe? Wo du Sachen sammeln musst, ne? Und du dann etwa die 10-fache Menge an Mobs umhaust, bis du die Sachen hast. Aber ist auch 28. Bloß er ist Heal, ne? Oder du bist Heal, besser gesagt. Ja, ich bin 20, genau. Aber wir kriegen halt jetzt relativ wenige P für die Mobs an sich, ne? Aber wir müssten ja dann eigentlich gut schneller sein. Und dementsprechend, ja, einen kleinen Vorsprung haben. Nee, es hat bloß so ausgesehen, ob du deins instant anmachen kannst, aber... Ach so, nee. Habe ich mich verguckt. Ja, warum kannst du es und ich kann das nicht? Wir müssen halt bloß immer gucken, dass wir einigermaßen in Range sind. Nicht, dass wir die Sachen nicht looten können, sonst dauert es halt noch länger. Warte mal, ich muss das Mount mal darüber ziehen. Vielleicht binde ich mir das dann auch mal oder so. Mal gucken. Besser sind halt so Kill-Quests, ne? Wo du halt dann, du verteilst dich einen Ticken, jeder killt einen Mob und du bist fertig und kannst es abgeben. Das ist halt das Idealste, was du machen kannst. Ja, genau. Hier was ist noch eine Quest scheinbar. Dann lass doch jetzt eben nach unten gehen und die restlichen Ebenen Schreiter gleich machen.
Jojo, wir können ja das hier kurz mitnehmen, das Lager, da müssen wir, glaube ich, eh nochmal zurück, weil die Anfangsquest habe ich hier tatsächlich schon mal gemacht, irgendwann, vor, weiß ich nicht, x Jahren. Irgendwas musstest du da drin machen, in dem Hütchen, ne? Weiß ich noch. So, die befreien scheinbar. Ich habe kein Ziel. Zum Glück zählt das zumindest für alle, ne? Das ist ja schon mal was. Ich brauche ein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Jetzt muss ich mal gucken, wann ich das mit dem Raid nochmal versuche. Vielleicht nächste Woche oder so, da bastel ich dann vielleicht mal selber eine Gruppe und probiere das nochmal. Als letzte Achievement hätte ich da schon ganz gerne. Dann wäre ich nämlich mit dem Laden ausgenommen Mythic, ne? Wäre ich dann halt da wieder durch mit. Ich brauche ein Ziel. Diesmal sind es ja auch bloß zwei Erfolge, ne? Also relativ gechillt. Wäre gut, wenn es zwei Erfolge wären und man dann ein Reittier kriegt. Ja, das wäre ja noch schöner. Irgend so ein Tentakelviech würde ich schon nehmen, ne? Als Reittier. Warst du ein bisschen erfolgreicher mit deinen Inselmounts mal wieder? Nee, leider nicht. Also ich mach ja viele Inseln. Mit den Loadchars vor allem. Gut, es ist halt nur NHC, ne? Da soll es ja eine kleinere Chance haben als im HC, aber da droppt einfach gar nichts. Das ist. Also hast du immer noch nur drei oder wie viel Wasser? Ja, leider. Leider. Ich hab kein Ziel. Mal gucken. Nö, Plan ist ja, dass ich alle Chars, ne, die jetzt zwischen 110 und 120 sind, über die Inseln hochballer. Und ja. Mal guck, was ich bis dahin kriege. Und wenn ich nichts kriege, habe ich zumindest die Chars hochgespielt. Ne? Es ist nicht so ganz. Dann fühlt sich's nicht ganz so verschwendet an, zumindest. Ja. Ich muss erstmal näher ran. Also, ich brauche jetzt nur einen von den Schnäbeln, ne? Okay. Ja, Warren und ich waren schon durch, scheinbar. Ich brauche nur eins. War auch nicht so lucky. Ich weiß nicht, ich glaube, dass wir bei einigen auch nicht in Range waren, ne? Weil da waren einige rumgelegen, die ich jetzt zum Beispiel auch nicht looten kann. Mein Gott, da hat doch jeder von diesen dummen Vögeln einen Schnabel, ne? Warum kriegst du halt dann nicht bei jedem einen Schnabel? Liegt bestimmt, dass ihr da zu feste draufhaut und der Schnabel kaputt geht. So, jetzt habe ich meinen Schnabel auch, auf geht's. Die beiden Folgequests sind scheinbar im Südwesten. Im Südwesten? Wieder weg. Bahn. Grüßt es weg. Höchst ist weg, tatsächlich. Hm. War ihm wohl zu langsam. Scheint so. Ja, wir können ja einen nachladen, ne? Aber das Problem ist, der ist dann halt auf einem anderen Queststand. Das ist halt immer das Blöde. Aber können wir nachgucken. So. Ich hoffe, jetzt kommen nicht mehr so Sammelquests, ne? Wir bleiben da, wir lieben nicht. Wunderbar. Muss mal gucken, also sobald wir jetzt ein Lager finden, wo es einen Kräuterkunde und einen Bergbautyp gibt, dann würde ich sagen, dass das alle mitnehmen, weil du kannst es ja in einem gewissen Zeitfenster noch looten. Das bringt eigentlich ganz gut EP, wenn ich das nur so recht in Erinnerung habe. Bin ja vorbereitet, ich habe beides. Es scheint so, du bist vorbereitet. Ja, ich habe es vergessen, das zu machen. Ich sollte eigentlich, bevor ich das Video mache, das Ganze schon holen, aber eigentlich will ich es halt immer... das quasi dieses Charaktererstellen mit drin haben, ne? Deswegen ist die erste Folge immer ein bisschen kacke, weil ich dann halt erstmal alles fertig basteln muss. Die Quest habe ich zum Beispiel noch nie gemacht, ne? Die Anfangsding hier im Brachland, die habe ich mal, glaube ich, mit irgendeinem Char gespielt, aber hier, ne, ich war noch nie in der Höhle drin. Aber auch mal ganz cool, ne? Diese Horn-Quests, die habe ich halt, obwohl ich relativ viele Level 120er Hortler mittlerweile habe, nie gesehen. Ich glaube, jetzt wird's nervig, weil die Kisten teilen wir uns alle. Ja. Einer hebt die auf, dann ist die weg. Ja, doch. Blizzard. Warum machen die sowas? Ich hab noch keinen Speedbuff, ne? Der Shami. Hier, bleib mal. Er cheatet. Das ist der räuberische Mond, den kriegt er drauf. Weil er schneller ist. Dass es der Mond des Versagens ist. Ja, das ist der Mond des Versagens und er hat versagt, weil er mir die Kisten wegräubert. Okay, ich bleib zurück. Aha. Und er ist immer zurückgeblieben. Was bringt das an EP, wenn du so ein Erz abbaust? Ich bin zu weit weg.
Hast du nicht, nicht gesehen. 1200 oder so, glaube ich. Gleich nochmal gucken. Ist nicht so wenig, ne? Ja. Hier hinten noch eins. Ich schau mal jetzt. Mhm. 1280, ja. Und du, wir kriegen jetzt gerade 82 GP für einen Mob. So gut, wir sind in der Vierergruppe, ne? Das ist halt weniger. Und da siehst du mal, was so eine Dings bringt. Eine Quest bringt halt auch gerade mal knappe 7k. Das ist halt schon nicht schlecht, Ziel, was ein Erz bringt. Ist, vor allem in, also in MOP zum Beispiel gibt es so einen, hier liegt halt schon wieder ein Erz, ne? Es gibt halt in MOP so eine Route, wo du halt nur durch Erze und Kräuter hochlevelst. Was anscheinend relativ schnell sein soll. Ich habe das mal ausprobiert, ging auch nicht so schlecht ab, ist aber halt bisschen monoton, das Ganze. Ich muss erst mal was anvisieren. Fliegst halt nur im Kreis und baust halt Sachen ab, ne? Ja, das mit den Kisten ist doch jetzt leicht nervig, würde ich sagen. Ja, teilen wir uns vielleicht ein bisschen auf. Ja, man konnte da in der Mitte durch so ein Loch noch fallen. Hier ist so ein Zusatzraum mit zwei Kisten. Echt? Wo war der denn? Beim Boss oben gerade, wo wir waren. Ah, okay. Komm, und die hast du wahrscheinlich schon weggelootet, die Zusatzkisten. Ich stehe da gerade daneben, ja. Okay. Jetzt sind also ich habe noch null. Ich habe zwei Kisten. Jetzt mit drei, also hier im Raum gab es nur zwei. Ja, kann sich ja ein bisschen verteilen. Die sind ja immer in den gleichen Spawnpunkten. Dann können wir uns alle die Kisten holen. Am Eingang auch nochmal eine? Nee. Eine auf dem Weg. Also ich habe jetzt drei Kisten insgesamt. Ich brauche ein Ziel. Also die sollten halt bei jeder Sammelquest einfach ein Phasing machen, keine Ahnung. Das ist halt schlichtweg kein besseres Spielerlebnis, wenn du dir halt die Sachen gegenseitig wegklaust. So, ich habe eins. Also ich bin bei vier. Bala, ohne das Ross ist echt langsam. Ja, das ist richtig kacke, ne? Deswegen, ich dachte mir schon, ab 20 könnte man das eigentlich schon haben. Aber da oben ist eine Kiste, schnell. Zwei Kisten. So, wenn man alle hat, sehe ich die nicht mehr. Ich habe schon alle, keine Sorge. Ja, gut. Da, ich sehe jetzt drei Kisten um uns herum. Ich muss erstmal näher ran. Du brauchst noch eine, ne? Verdammt. ich grind einfach mal ein bisschen EP für uns dann. Ja. Da unten ist auch eine Kiste, gut. Ach, das sind sogar zwei. Ja, ich brauche noch eine, ja, dann komme ich gleich nach. Dann habe ich auch alles. Dann sind wir durch. Ich komm mal da runter, wo ich gerade absichtlich runtergefallen bin. Da ja, kannst genau, du absichtlich. Ja. Da kannst du hingehen, weil da waren zwei Kisten, ne? Das war so, ups, ich bin ins Loch gefallen. Ah, da sind Kisten, ja, wunderbar. Das sind so, hier unten ist sogar noch eine gespawnt. Ja, okay, hab alle. Super, ich habe sogar Schlachtzugsmarks dahingestellt, weißt du, wo du langlaufen musst. Hier ist die andere ist auch schon wieder. Ja, zumindest spawnen sie relativ schnell, da kannst du nichts sagen, ne? Da kannst du nichts sagen, aber trotzdem nervig. Jo. So. Das Wegekreuz war doch auch hier, oder? In dem Gebiet, oder haben sie das in das andere runter? Ne, das muss schon hier oben sein. Das ist hier links unten. Ja, ist richtig. Ich weiß nicht, seit die das hier geteilt haben, ne? Bin ich da nicht mehr unterwegs gewesen, immer nur durch Dungeons gelevelt. Wir haben gerade noch, was war das, Trivial Pursuit WoW Edition gespielt. Ah, okay. Da musste ich auch ein bisschen auskennen in der Welt. Und, was und, dann, und dann diese Lore-Fragen, weißt du hast mich auch gefragt, ob ich Lore irgendwas Interesse habe und da habe ich ja null. Keine Ahnung von. Ich glaube, selbst wenn du von der Lore so grundlegend ein bisschen Ahnung hast, gibt es da wirklich Sachen, die es ins Detail geht, die ich jetzt auch nicht wüsste, ne? Ja. Also. Eure Klinge niemals stumpf sein. Gut, das erste Level haben wir schon mal. Wo müssen wir denn... Mein Gott, ich muss diese ganzen Pet-Battle-Dinger ausmachen, ne? Die ganze Karte ist voller Pet-Battle. Max, wo müssen wir Karawane begleiten? Wer hebt Karawane? Achso, stimmt, wir müssen den Typen ansprechen. Den da anquatschen wahrscheinlich, ne? Ja, Halga Blutauge ansprechen. Oh nein, jetzt ist jetzt so eine 5 Jahre Begleitquest oder was? Ah, ja, so lange. Ich hab einen Exo-Button. Jetzt Viecher abschießen auf dem Weg. Ah, okay, schau mal an.
Jetzt müsste eigentlich für jeden von uns ein paar Viecher spawnen, also ein ganzer Batzen eigentlich. 3 Stück. Ah, die fallen ja weg wie nix. Stimmt, ja, da kommen wir in Haufen. Du kannst halt die von den anderen auch abschießen. Das ist so. Ich muss erstmal was anvisieren. Sowas, was man am besten leechen kann, gehst einfach auf Kallis, die anderen abschießen. Ich hab kein Ziel. Alle. Ich brauch ein Ziel. Naja, gut, das scheint jetzt nicht so krass zu sein. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich muss schon sagen, der Hochberg-Tauchen schaut schon eigentlich am geilsten aus, ne? Mit diesem Geweih und allem. Hat schon was. Ich hab kein Ziel. Aber diese Dings, sind die standardmäßig, diese Totems auf dem Rücken? Das ist die Brustplatte von dem Set von den Hochbergtauren. Ach, hast du dir schon einen Heritage hochgespielt, Armor. Oder? Ja, ich hab schon einen gehabt. Ah, weil ich wollte gerade sagen, die sehen doch am Anfang nicht schon so cool aus. Deswegen, okay. Ja, das ist okay. Ich hab extra Totem-Waffen an. Ja, alles in dem Totem-Stil. So, wo sind wir jetzt hin? Aus. Ist das nicht hier auch so, dass es so ein Phasing gab mit dem ja, Schlacht um Okrima, dass hier alles auf Max-Level war damals? Im Brachland? Jetzt beim Leveln dürfte es das hier nicht stören, aber ich weiß jetzt gerade nicht. Weiß auch nicht. Na gut, wäre natürlich blöd, wenn dann die Mobs... Ah, schau mal, da droppt ist eine Waffe, die ich sogar noch für Transmog brauche, nicht schlecht. Nee, weil wenn du, glaube ich, mit einem Max-Level-Char hier rumfliegst, dann ist nämlich hier alles alles gescaled. Ich glaube, was war denn das? Das müsste MOP gewesen sein. Nee. Oder war das MOP? Doch, ich glaube, das war MOP. Schlacht im Okrima. In einem bestimmten Bereich. Okay, aber ist das dann für uns hier auch so gefaced, oder? Weil irgendwo da hinten war das doch... Naja, zumindest hast du hier ein paar Kill-Quests, ne? Können wir ein bisschen ausschwärmen. Zu weit weg. Wisst ihr das, ob das auch fürs Low-Level ist? Ich brauch ein Gut, wahrscheinlich Ziel. Musst du da einfach dann nicht hin, wenn es fürs Low-Level auch ist. Ach fuck, die musst du doch looten. Haben mich zu früh gefreut. Ja genau, das stimmt. Das sind so Lager, wo du dann halt so Sachen für dieses Event muss holen musst. Das weiß ich noch. Lang, lang ist her. Da gab es, glaube ich, auch keine Möglichkeit, das Gebiet hier umzuschalten. Also hier ist ja auch nicht irgendwas mit Zistormi oder so, sondern die haben allgemein das Gebiet geändert. Theoretisch kannst du mitspielen. Ein Slot haben wir im Moment. Das Problem an der Geschichte ist bloß, dass wir jetzt halt schon mitten in den Quests drin sind. Ne? Du wirst halt nicht auf denselben Queststand kommen, schätze ich jetzt mal. Ich kann dich mal einladen. Ich kann dir aber nicht versprechen, dass du dann die Quests auch annehmen kannst. Vielleicht im nächsten Lager, das kann natürlich sein, ne? Dass das dann so ist, dass du da einsteigen kannst. Also irgendwie laufe ich mit den langsamen Paladin hier die ganze Zeit nur hinterher und loote, ne? Einen von den Klingenmähen müssen wir auch gefangen nehmen mit dem Netz. Für einen Quest. Ich hoffe, das zählt für alle. Nicht, dass da jeder einen mitschleppen muss. Was müssen wir denn noch? Als ich das mit meinem Bruder gemacht habe, musste, glaube ich, jeder einen fangen. Oh nein. Sag doch nicht sowas. Nicht so genau. Auch schon ein bisschen her. Das war's mit Klingenmähen, ne? Hier hinten sind welche, aber die werden von NPCs sofort umgeboxt. Ja, und also sind wir da aus dem Dingbereich raus. Hier, wo ich hinlaufe. Da ist noch ein Questbereich. So, warte mal, den tüte ich jetzt mal ein. Ich habe auch einen angefangen. Und den muss man jetzt zurücktragen. Scheinbar, ne? So, mal gucken, ob es für alle zählt. Ja, aber warte mal. Ach, warum hast du den jetzt eingenetzt? Ich wollte den noch killen. Ich muss erstmal was. Brauche noch ein paar Hauer. 2 Hauer brauche ich noch. So, ich trage den mal zurück. Guck mal. 10 Minuten hält der mit der an der Leine. Muss man den überhaupt hinbringen? Nicht zum Quest gebe, oder? Schätze ich mal. Ich glaube hier nach rechts wieder. So, hier ganz hinten musste der verhört werden. Das ist, wenn man die Quest noch nie gemacht hat, ne? Und erstmal ein bisschen am Rätsel. Ja, da ganz hinten hier rechts. Ach komm, ich mount jetzt auch auf.
ob ich es auch kriege. Ich habe jetzt keinen an der Leine. So, ich habe abgeschlossen. Ja? Ah, verdammt. Ja, aber ich habe auch meinen eigenen dahin gebracht. Tja, blöd gelaufen, würde ich mal sagen. Was ist denn hier noch? Hier müssen wir auch noch irgendwas machen. Ach, wir müssen jetzt verhören, den Typen. Warte mal, wo ist er denn? Komm her. Wer hat euch geschickt? Ich sage nichts. Schlagen wir ihn halt mal ein bisschen. Hier unten sind noch ein paar Hauer, Otto. Ja. Musst du schnell umboxen, bevor die NPCs die hauen. Ah, das hat jetzt geteilt, das Verhören. Das Verhört? Geklappt? Okay. Ich habe ihn ein bisschen verdroschen, das hat anscheinend gezogen. Was braucht ihr? So. Ich brauche immer noch so zwei Hauer, jetzt müssen nochmal... Shit, da kommst du nicht rum, ne? Ja, hier unten da in der Ecke waren ganz viele. Okay, ich schau mal hin, ob wir da noch was haben. Siehst du, die spawnen hier recht schnell und werden aber umgeboxt von den NPCs. Ah, okay. Schnell antaggen. Achso, du musst nur taggen, nicht gut Damage drauf machen, dann kriegst du es schon. Perfekt. Perfekt. Aber jetzt so gefühlt, ne, fühlt sich das jetzt nicht so unbedingt schnell an, ne, mit dem Questen. Zumindest im Moment nicht. Ich glaube, nördliches Brachland ist aber auch ein schlechtes Beispiel für Schnellquesten. Ja gut, hier ist wahrscheinlich auch alles ein bisschen weitflächig. Ja, eben. Ja, wir können ja mal gucken. Ich habe ja ein paar Referenzwerte. Was kann ich für euch tun? Dann kann ich mal so eine Auswertung machen. Es macht bestimmt auch viel aus, dass du die Quests einigermaßen kennst. Also da hinten bin ich jetzt komplett fertig. Ich muss jetzt ein bisschen nach unten laufen. Bin auch fertig. Einen Typen töten und hier noch eine Quest abgeben. Und am besten nicht unbedingt an den Dingern hängen bleiben. Mal gucken, hab schon ein bisschen Gear gekriegt, was ich anziehen kann. Ah, wieder ein Level up. Ich brauche ein Ziel. Ach, Kacke, der Trank. Ich muss erstmal was anvisieren. Die Kisten auf der Map? Ich habe keine Kisten auf dem. Oder meinst du jetzt in MOP und in WOD die Sachen? Diese Kisten? Das ist Handy Notes. Aber ich habe jetzt. Hier habe ich keine Kisten auf der Karte. Das sind nur Pet Battle Sachen. Das sind Pet Battle Ordern, das ich am besten ausmachen sollte, weil das eher nervt, ne? Jojo, klar, kannst du gern mitkommen. Okay, wir müssen gestohlenes Getreide besorgen. Liegen hier in den Gebieten überall rum. Ist das wieder auch sowas, wo wir uns gegenseitig das Zeug wegklauen? Ich glaube, ja. Ich teste es mal. Ja. Ich hasse dich. Das Ding ist weg. Nein! Echt das Einzige hier in dem Kreis. Ja, es liegt halt wirklich nur eins. Hier mal südlich was holen. Weißt du, derjenige, der diese Quest designt hat, der hasst Leute, die in Gruppen questen, ne? Da sind zwei Stück. Drei. Sind hier. So. Ah ja. Vier. Ich hab kein Ziel. Weißt du, diese Leute, die nicht mitkämpfen und reinlinieren. Du hast Tank, hast die ganzen Mobs an den Hacken. Ich bin Heiler. Pass nur auf euch. Warum bist du denn übrigens so viel gespeckt, wenn wir questen? Eigentlich geht das auch ganz gut ab, sogar als Heiler. Okay. Full VZ, Elementarkraft auch noch drauf auf der Waffe, also. Ja. Gut, im Low-Level ist fast egal, ne, was du geskillt hast. Ja. Fire habe ich auch. Ich guck mal, ob ich fünf Leute gleichzeitig platt machen kann. Schaut einigermaßen gut aus. Ich glaube, das ist echt blöd. Ja, aber das Ding hier ist noch nicht mal nachgespawnt, ne? Also ich glaube, wir müssen uns echt gut aufteilen. Ja, ich bin schon ganz nach Westen gelaufen mit dem Krieger zusammen. Geht das Addon auch im BFA? Welches meinst du? Meinst du jetzt das Addon hier für die Pets oder meinst du das für Kisten? Also Handy-Notes, da musst du dir halt immer einen Unter-Addon holen. Ne? Handy-Notes ist halt die Grundplattform quasi. Und dann gibt's halt Draenor Treasures, Mist of Pandaria Treasures und alles mögliche. Du kannst dir wirklich jeden Scheiß anzeigen lassen. Mit Handy-Notes, wenn du dir, was du nicht machen solltest, alle Handy-Notes-Dinger holen, die es gibt, weil dann ist deine ganze Karte gepflastert und du siehst gar nichts mehr.
Weil du kannst, also du kannst ja wirklich, ja, Handy nutzt, das musst du mal gucken. Da gibt's einige. Musst du halt die Sachen raussuchen, die du brauchst. Gibt auch so ein Handy-Note, wo du die ganzen Pet-Battle-Meister auf der Karte anzeigen lassen kannst, mit so riesen Scheiben und du siehst halt nichts mehr dann. Also da ist die ganze Karte voll. Ich weiß nicht, ob ich das gerade mit dem Chart drauf hab. Ja, das hier meine ich, ne? Da blickst du halt nicht mehr durch. Das zeigt jetzt quasi hier die Pet-Battle-Typen an, die Kisten, die Pets, die Rare-Mobs, die ganze Karte ist voll, ne? Und dann gibt's, da gibt's theoretisch noch mehr Sachen, die du dir anzeigen kannst. Zeigt dir dein Addon mittlerweile Pandaria wieder an, die Schätze? Ich meine schon, warte mal, ich müsste mal gucken. Pandaria? Bei mir sind sie immer noch weg. Oh, ich hatte sie, letztens hatte ich sie mal. Ich geh mal in TomTom, WoW Head und hol mir die TomTom-Daten raus und dann, ja. Gut, das kann man auch machen. Mittlerweile kenne ich sie fast auswendig, die Dinger. Spawnrate ist echt billig, ja. Die ist ein bisschen mies, ne? Ja. Bisschen gut mies ist die Spawnrate. Das ernüchtert mich jetzt gerade schon ein bisschen. Ich dachte nicht, dass das so gammelig ist mit den Loot-Quests, ne? Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr schon ein paar Dinger gelootet? Weil da hinten ist ja ein größeres Feld, ne? Vielleicht sind da mehr. Komm nicht über drei. Ich habe immer noch zwei, aber die sind halt einfach nicht. Die spawnen halt einfach nicht nach, die Teile. Ja, auch die respawnen nicht. Selbes Problem hier. Worry ist schon fertig, scheinbar. Ja, der hat hier im Westen alles weggelootet. Da hinten sehe ich zwei Stück beim Worry. Dann geh du mal zum Worry und lass mir mal hier den Spot. Die Mobs nimmst du halt innerhalb von ein paar Sekunden auseinander, das ist halt alles kein Stress, aber du wartest halt, weißt du, wenn das halt nur Kill-Sachen wären, dann wird das halt echt gut abgehen. Also hier sind gerade zwei nachgespawnt, die ich noch looten konnte, ne? Wenn jetzt da hinten bald wieder alle vier nachspawnen, dann kannst du nochmal zu mir zurückkommen. Aber ich brauche jetzt nur noch eins. Nicht eigentlich schneller, wenn du doch mit Inis levelst und das mit einem High-End-Char dann einfach durchballerst? Ja, könnte wahrscheinlich auch sein, ne? Ich glaube halt, viele Sachen sind in Gruppen halt doch nicht so geil, wie ich das dachte. Wenn das halt oft solche Dings-Quests sind. Jetzt habe ich das Gebiet schon angefangen. Das will ich auf jeden Fall fertig machen, dann kann man ja gucken. Wenn sich das weiter so zieht, das dann vielleicht doch lieber über Dungeons das Ganze zu machen. Ja, man muss das mal testen, ne? Dann siehst du es erst. Ja, ganz klar. Also sowas hält halt schon gut auf. Da ist es vielleicht sogar fast besser, wenn du alleine questest. Ne? Jo, sieht so aus. Hätte ich jetzt halt nicht gedacht gehabt, dass es dann so extrem ist. Gut, das sind halt immer einzelne Quests, ne? Das kann jetzt halt sein, dass keine solche Quests mehr kommen, oder es kann halt sein, dass ständig solche Quests kommen, ne? Das weißt du halt nicht. Aber ich bin jetzt schon fast eine Stunde mit dem Char dran. Gut, die erste halbe Stunde habe ich damit verbracht, Sachen rumzuschicken und hin und her zu basteln, ne? Aber eine halbe Stunde, zwei Level ist jetzt nicht so viel. So, ihr seid immer noch nicht nachgespawnt. Es ist halt echt. Doch, jetzt hier, eins geht weg, meins. Müssten die anderen drei aber auch gleich spawnen. So, ich bin fertig. Aber noch eins. Ich auch. Aber hier müssten ja, vorher waren ja auch vier da, ne? Müssten ja nochmal drei kommen. Ich habe mir halt auch schon überlegt, ob es nicht Punkte gibt, wo du hochgrindest, ob das nicht schnelle Sachen wären, ne? Oder für so Semi-AFK-Dings, ne? Wo du einfach so auf dem zweiten Account einfach ein bisschen bastelst, ob das eine Option wäre. Jupp, Zocker, hey, grüß dich. So. Sehe ich das gerade richtig, dass wir die ganze Zeit die Quest von dem Kodo bekommen haben?
irgendwie ein bisschen komisch. Und vor allem, warum gibt es Kodo uns eine Quest, dass wir das Zeug zurückholen sollen? Vielleicht soll ich mir die Questtexte mal durchlesen, aber das scheint mir alles ein bisschen seltsam. Alle anderen schon fertig? Ja, ich noch nicht. Ist bei dir da drüben was gespawnt? Also ich habe jetzt das letzte aufgehoben, aber ich sehe jetzt nicht, ob andere Sachen noch spawnen. So, da. Ah, wir haben den ersten... Nee, das war der zweite Teil, ne? Von 6, 7 Unterpunkten. Puh. Im Wagen kannst du gucken, in dem Zerstörten. Warte mal, wo müssen wir denn jetzt her? Wir waren zum Wegenkreuz begleitet. Wo müssen wir jetzt weiter? Ich sehe nichts auf der Map. Nur, glaube ich, wieder mit einem sprechen und dann kommt so ein Event mit Karawane verteidigen. Ja, aber mit wem? Und ich könnte dir genauer sagen, wenn ich da wäre. Läuft der Kleromaster hin hier? Keine Ahnung, der rennt irgendwie die Pampa. Ich glaube nicht, dass du richtig rennst. Ich glaube, der hier ist es, oder? Mit dem kannst du zumindest quatschen. Was braucht ihr? Vorwärts zum Sieg! Du bist ein Profispieler, ja, das weiß ich, dass du ein Profispieler bist. Du, ja, keine Ahnung. Mit irgendeinem müssen wir jetzt quatschen, dass die Karawane weit... Links daneben, hier, wo du gerade geguckt hast. Der hier müsste es haben. Also mit, ja. mit einem kannst du quatschen, aber... Weiter links, einfach neben dem, den du gerade angeschaut hast, da steht einer, Rocco. Genau, bei ihm. Rocco? Hier, ganz links. Folgst dann. Für die Horde. Lauft ich mir schon mal zum Wegekreuz, ja, keine Ahnung. Ja, dann ist ja die Karawanenquest aber nicht fertig, wenn man zum Wegekreuz läuft. Genau, die brauchst du, ja. Den musst Los du geht's. Ja, das ist der richtige Typ hier. Steigt auf geht's. Auf die Karawane. Jetzt haben wir schon zwei Kodos. Ah, und wir haben auch zwei Fähigkeiten jetzt, ne? Ja, das muss jeder für sich machen, weil bis der hier zu Ende gequatscht hat und der nächste starten kann, dauert's. Ach so, okay, ja, das ist natürlich blöd. Jetzt los. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich hab kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich muss erst mal ob du das auch failen kannst, ne, diese Karawanenquest. Ich hab kein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich hab kein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich hab kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Bin ja gespannt, wie lange wir brauchen, dass wir einmal hier dieses erste Brachlandteil durchgequestet haben. Ich kann mir vorstellen, dass es doch relativ lang dauert. Ich hab kein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich hab kein Ziel. Ich brauch ein Ziel. So, jetzt im Wegekreuz gleich dran denken, wenn ihr, wenn es da einen Bergbau und einen Kräuterkundehändler gibt, am besten da mal anquatschen und die Berufe holen. Das macht halt schon ganz gut was aus. Eigentlich wäre es so sinnig gewesen, eine Archäologie mitzunehmen, ne? Für Dings schon mal dann. Für WOD. Aber gut, das kann man dann immer noch machen. Das ist ja jetzt noch ein bisschen hin. Ich denke mal, hier hast du einen komplett neuen Spot, ne? Also unser einer, der fehlt, der kann hier schon mal die Quests annehmen. Ich denke mal, da kann man zwischendrin dann tatsächlich wieder einsteigen, immer beim nächsten Laden, beziehungsweise beim nächsten Lager dann halt. So, dann, ich hoffe, das questet sich jetzt hier so ein bisschen besser. Ich habe euch erwartet. So, wir müssten jetzt aber mit einer Stunde tatsächlich schon durch sein. Zweieinhalb Level haben wir tatsächlich nur geschafft. Mal gucken, ob wir in der nächsten ein bisschen produktiver sind. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.